Das Monty Uncut, ihr seid schon wieder da in einem neuen Video und heute geht es, wie unschwer zu erkennen ist, um die GeForce RTX 3080 12 GB im Test. Hat sich die PC Games Hardware wohl mal eben gegönnt, denn Testmuster von dieser Karte wurden ja nicht verschickt, daher habe ich auch keins bekommen. Und ich kann zu dieser Karte auch nur das sagen, was im Prinzip in der Presse veröffentlicht wurde. Und ja, da ich den Ralf von der PC Games Hardware sehr mag, gucken wir uns das Video jetzt einfach mal an. Hallo, schön, dass ihr da seid. Die erste Grafikkarte des Jahres 2022 ist da, nämlich Nvidias GeForce RTX 3080. Ja, ihr kennt das schon aus dem vorherigen Video zur 2060 12 GB. Es ist der gleiche Name mit einer neuen Speichermenge und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Bjalskula, du kannst natürlich noch Videos vorschlagen, klar. Diese Grafikkarte kennt ihr wahrscheinlich. Das ist eine GeForce RTX 3080 Founders Edition. Bedeutet, das ist das Referenzdesign von Nvidia mit einem eigenen Kühler. Das wird auch beim Nvidia Shop. Also. Aber man sieht hier dran schon, an diesen ganzen Aufnahmen, also bei der PC Games Hardware hat sich immens was getan. Man muss sagen, die Qualität ist steil nach oben gegangen. Also wirklich steil. Die haben jetzt ein eigenes Studio eingerichtet, die haben vernünftige Kameras geholt, vernünftige Mikros, okay, die hatten sie so vorher schon. Die haben auf jeden Fall einen vernünftigen Cutter am Start, ne? Also, PC Games Hardware, es hat sich wahnsinnig viel getan und das finde ich toll. Dafür gibt es auf jeden Fall einen dicken Daumen von mir nach oben, jetzt völlig RAF-unabhängig. Ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nvidias Haufen Hof Notebooks billiger angeboten und wer sehr viel Glück hat, kann sie hier auch zu UVP von aktuell 719 Euro ergattern. Das Problem, in Anführungszeichen, die neue GeForce RTX 3080 12 GB, das sind 2 GB mehr als bei der alten, die gibt es nicht als Founders Edition. Das heißt, die Option, die Karte im Nvidia Shop, also im Bus billiger, günstig oder ja, zumindest zum vertretbaren Preis zu erhalten, gibt es nicht. Man muss da auf ein Partnerdesign zugreifen. Ja, eins haben wir hier bekommen, das ist die MSI GeForce RTX 3080 12G LHR und zwar in der Supreme X Version. Supreme X heißt dicker Kühler. Ich habe das Gefühl, diese Supreme X-Version ist so die einzige, die es im Moment so gibt, weil die taucht im Moment überall auf. Kann das sein? Wir sehen, das ist wirklich ein Riesending. Und die ist werkseitig übertaktet, hat ein erhöhtes Powerlimit und ist wirklich ein richtig fesches Gerät für Ultra-HD-Gaming. Und dazu gleich mehr erstmal zur Basisleistung. Nehmen wir mal kurz an, es gäbe eine solche Karte. Also es gibt ja Basisversionen ohne OC, also nahe der nicht offiziell genannten UVP. Also man kann davon ausgehen, dass diese Karten nicht unter einem vierstelligen Preisschild erhältlich sein werden. Die aktuell verfügbaren Custom Designs sind auch weit jenseits von 1500 Euro zu haben. Aber es gibt trotzdem eine Referenz-Spec. Das heißt, die minimalen Taktrate, also minimale Leistung, die man erwarten kann ohne OC, das sind nämlich offiziell 1710 MHz für den Boost und 19 Giga Transfers beim Speicher. Und das entspricht beides der alten 3080. Unter der Haube hat sich auch was getan. Na? Die Karte hat dem Namen. Sehr übersichtlich, aber das ist jetzt wirklich schwierig. Eigentlich eine tolle Tabelle, aber die ist natürlich hardcore unübersichtlich jetzt gerade. Die 3080 Ti findet ihr hier, die 3080 12 GB hier. Also im Prinzip sind nur die inneren Dreie von Relevanz. Namen entsprechend 12 GB statt 10, also 20% mehr. Und dementsprechend steigt auch die Speichertransferrate um 20% gegenüber der alten 3080. Das ist also quasi der große Pluspunkt dieser Karte. Sie hat mehr Speicher und darauf komme ich dann gleich bei den Benchmarks zurück. Das bringt was in extremen Einstellungen, in normalen Settings leider nicht. Auch der Chip ist ein bisschen verbessert worden. Also da hat Nvidia ein paar Shader-Prozessoren mehr angelassen. Da gibt es nämlich jetzt 8960 statt bei der alten hier 8704. Und in Kombination mit dem offiziell gleichen Takt ist das ein Plus von 3%. Ist ein bisschen mager, das merkt kein Schwein beim Spielen, aber die Karte ist immer schneller als die 3080. Ja, komme, was wolle. Kommen wir zum Balkenwahnsinn. Da gibt es nämlich einiges zu erzählen. Allerdings muss ich vorher noch was dazu sagen. Wir haben ja diese Karte hier genommen, also die Supreme X. Allerdings haben wir sie auf Referenztaktraten heruntergesetzt, also was Nvidia für eine imaginäre Founders Edition anbieten würde. Einfach um die Baseline zu ziehen. So. Dann haben wir auch das Power Limit herabgesetzt auf die Referenz. Das sind nämlich nur in Anführungszeichen 350 Watt, während diese Karte hier mit 390 Watt arbeitet. Das ist ein ganzes Eck. Er ist auch schon krank, ne? Ich habe ja die Tage im Video noch so darüber abgezogen, die 3090 Ti, dass sie wohl eventuell 480 Watt TGP haben wird, die Supreme X, darum ging es nämlich auch. Und eventuell dann auch 500 Watt und mehr haben kann. Das ist ja schon krank. Da war jetzt auch eine normale Karte in Anführungsstrichen. Eine 3080 12 GB hat ein Power Limit von fast 400 Watt. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also ich bin ja jetzt nicht hardcore grün oder so, darum geht es jetzt gar nicht. Ich finde einfach nur, das geht langsam einfach in die falsche Richtung.
koste es, was es wolle, Leistung. Wie wäre es denn einfach mal mit gleicher, also mehr Leistung zu gleichem Stromverbrauch? Das ging früher auch. Aber der Stromverbrauch, der geht immer höher. Wenn das so weitergeht, dann sind bald 5 Kilowatt Netzteile normal. Das kann alles nicht wahr sein. Dann fliegt bald die Sicherung raus, wenn du einen PC anmachst. Also ich finde diese, ja, was aktuell so los ist in dem Bereich Stromverbrauch oder so, ich finde das sehr, sehr, sehr bedenklich. Und ja, da werde ich sicherlich irgendwann nochmal einen Aufreger der Woche zu bringen. Ja, das bringt auch ein ganzes Eck mehr Leistung. Dazu gleich im Anschluss. Aber das nur als Disclaimer. Wir haben diese Karte genommen, heruntergetaktet und damit eine Founders Edition simuliert. Und dann kommt das Folgende raus, nämlich ein PCH-Indexwert von 90,9. Merkt man schon, eine 9 vorne, das ist ziemlich gut, weil die 100%, das ist eine RTX 3090. Und ja, in das Niveau möchten wir eigentlich alle haben, weil es die schnellste aktuelle Grafikkarte. Und man sieht, ausgehend von einer 3080 ist die 3080 12 GB nur 4% schneller. Wir erinnern uns kurz zurück an den Anfang. Der Chip hat 3% mehr Shader. Und in Kombination mit dem schnelleren Speicherinterface und auch ein bisschen mehr Speicher erreicht sie eben diese 4% im Mittel. Und ja, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, dass... Herr Kiwi-Miwi, du musst bedenken bei dieser Aussage, er schreibt 3090 Ti empfiehlt 1000 Watt Netzteil. Es geht auch um die Supreme X. Ne? Da wird ein 1000 Watt Netzteil empfohlen. Das muss jetzt nicht zwangsweise auch für die anderen gelten, das wissen wir alles noch nicht. Das merkt keiner. Allerdings... Einen kleinen Achtungssieg erreicht sie dann doch im Vergleich, weil wenn man sich den Chart anguckt, sieht man die 68XT von AMD, die ist vor der alten 3080 und die 3080 12 GB, die sitzt jetzt vor der AMD-Karte und ja, das macht sich einfach besser, aber wie gesagt, fühlen tut das niemand. Werfen wir nochmal einen Blick auf die einzelnen Auflösungen, weil ich sage immer wieder, das ist wirklich wichtig, da könnt ihr euch gerne nochmal das 3090-Video, das einjähriges, also den Geburtstag angucken, da gehen wir nochmal genau drauf ein. Das ist einfach eine wichtige Sache, wer vor allem in Full HD und in WQHD unterwegs ist, der fährt prozentual, also relativ mit den AMD-Karten, also einer 68XT oder 69XT am besten. Die holen da einfach am meisten aus der Infrastruktur raus und laufen da wirklich besonders rund. Wer allerdings... Und sind im Verhältnis auch noch einen ganzen Tag günstiger, das muss man ja auch dazu sagen. So eine 6900XT kostet aktuell so um die 1500 Euro. Das ist, ich muss es schon wieder betonen, ich weiß, ich betone es jedes Mal so und richte mich drüber auf, im Verhältnis zu den aktuell sehr hohen Preisen ist das wirklich in Ordnung, muss man sagen. In Ultrawide QHD, ne, also 21:9 oder Ultra HD unterwegs ist, der fährt besser mit einer RTX 3080, 3080 12 GB Ti oder 3090. Und ja, da gucken wir mal genauer. Hier sieht man nicht sehr schön. Also, wenn wir hier mal auf Full HD sehen, da sehen wir das gewohnte Bild. Die 3080 12 GB liegt um 4% vor der 3080 und die 68XT von AMD ist schneller als beide. Ja, entsprechend auch die schnelleren Karten sind auch ein bisschen besser. Sieht man auch, dass die 69XT das Feld anführt in Full HD. Jetzt gehen wir mal hoch auf WQHD 1440p. Sehr beliebtes Format. Dann ändert sich immer alles. Quasi aus Kosten und ja, aus Anschauungskosten und Leistungskosten, kann man sagen. Und es passiert Folgendes. Ampere verliert durch den Wechsel auf höhere Pixelzahlen weniger Leistung. Das bedeutet, Ampere kann sich in niedrigen Auflösungen nicht besonders gut auslasten. Das schafft die AMD-Architektur einfach besser. Und bedeutet, Hi-Res kostet weniger Leistung. Dadurch schneiden die GeForce-Karten mit mehr und höheren Pixelmengen einfach relativ besser ab. Da kommt es zu der Sache, dass einfach ab WQHD die 3080 12 GB vor der Radeon RX 6800 XT landet. Und das setzt sich dann in Ultrawide Quad HD fort. Sieht man auch, da kommt die 3080 12 GB langsam an die 69XT heran. Und man höre, sehe und staune, in Ultra HD ist die 3080 12 GB dann letztendlich vor der 69XT. Ist das nicht wirklich überraschend, wenn man die Architektur kennt? Das ist keine neue Info. Allerdings, egal welche Auflösung, die 12 GB Variante ist immer nur 4% im Mittel schneller als die 10 GB Variante. Bedeutet, im Umkehrschluss, in normalen Rasterizing-Spielen, in normalen Settings bis Ultra HD bringen 12 GB keine Vorteile. Aber ich habe da noch was vorbereitet. Ja, aber keine Vorteile in Anführungsstrichen. Es geht ja auch nicht, das sagt Raff aber vielleicht gleich selber noch oder hat ja auch schon oft genug gesagt, die 12 GB sind ja auch nicht zwangsläufig für die aktuelle Situation da. Zum Thema Speicherbedarf bzw. Speicherbestückung bei Nvidia-Karten. Entschuldigung, aber meine Stimme, die will heute echt nicht durchhalten. Ihr kennt das ja im Winter bei mir mittlerweile, ne? Es ist so,
Nvidia, wenn die Karten rausgebracht haben in den letzten Jahren oder so, waren die zum Zeitpunkt, zu dem sie erschienen, immer mit genügend Speicher ausgestattet. Da gab es überhaupt nie Zweifel dran. Auch die 6 GB oder die 3 GB von der 1060, 3 GB Version, das war für diese Karte in Ordnung. Auch für die Geschwindigkeit, der 2060 6 GB war in Ordnung. Ich habe die ja selber noch im speziellen Video mit Nvidia in Zusammenarbeit getestet und war selber überrascht, wie weit man mit den 6 GB kommt. Alles gut. Das Problem bei einer 3080 10 GB sehe ich ganz woanders. Nämlich in 2-3 Jahren. Es gibt jetzt zum Beispiel schon Spiele, die eine 3070 8 GB, ne? Im Prinzip vor große Probleme stellen. Ich glaube, Doom RTX war das, wo man dann jetzt mit der 3070 hier 8 GB, die ich zum Beispiel habe, wo ich einfach nicht mehr alles einstellen kann, weil es limitiert ist. Ne? Also da geht es ja schon los. Als die letztes Jahr rauskam oder vorletztes Jahr ist es ja mittlerweile, war alles gut, aber es wird im Laufe der Zeit halt immer problematischer. Und so eine Karte, für die man mittlerweile ja auch dann 1.500, 2.000 Euro ausgibt, die soll ja jetzt auch nicht nur ein Jahr halten, sondern 2-3 Jahre. Und da machen sich die 12 GB dann auf jeden Fall deutlich bemerkbar in 1, 2, 3 Jahren. Denn dann kann man damit noch vernünftig spielen und mit der normalen 3080 10 GB wird es dann vielleicht hier und da schon mal ein bisschen kritischer. Und das ist das, was ich immer so bemängelt habe bei Nvidia, bei den Karten. Dieser geringe Speicher, diese Karten waren einfach nie zukunftsfähig. Ne? Deswegen, Graf hat ja selber ganz viele Videos zum Beispiel zu GTX Titan und so gemacht und auch immer gesagt oder so, okay, die Karte hatte immer so viel Speicher beim Start, die kann ich jetzt 5, 6 Jahre später immer noch benutzen. Und genau das ist halt der Vorteil, den AMD hat mit den 16 GB. Die AMD-Karten, die aktuellen 6000er, die kannst du in 5 Jahren noch benutzen. Wegen dem vielen Speicher. Weil in 5 Jahren werden 16 GB auf jeden Fall natürlich noch ausreichen. 10 höchstwahrscheinlich nicht mehr. Moin, Monte Cremos. Wenn wir uns mal Raytracing angucken oder Ultra High Res, also 5K. 5K ist es nicht unbedingt verbreitet bei nativer Auflösung, also bei Monitoren. Allerdings kann man 5K nutzen, indem man halt DSR macht im GeForce-Treiber. Vierfaches Supersampling ausgehend von WQHD. Und das sieht wirklich bombig aus. Und wer das nutzt und vielleicht auch DLSS anmacht, kann es sogar flüssig nutzen. Der wird definitiv in manchen Corner Cases, also in so Grenzspielen, sag ich mal, Vorteile von 12 GB sehen. Und das haben wir hier getestet. Das ist Minecraft RTX, also quasi ein Showcase für Raytracing, weil das echt ist Pachttracing. Also man sieht wirklich, wenn man sich ein Haus baut, da Scheiben reintut, wie das Licht korrekt fällt. Das ist wirklich eine schöne Sache für alle, die Technik super finden. Und dafür bringt es selbst Minecraft natürlich auch an die Grenzen der meisten Grafikkarten. Das muss jetzt gesagt werden. Also man sieht ja hier schon an den FPS, also es handelt sich um Minecraft. Und hier sieht man dann in 4K halt 41 FPS ohne DLSS. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe jetzt hier mal die anspruchsvollste Map genommen, das ist Temples and Totems. Und die ist sehr speicherlastig, weil es sehr viele von diesen Blöcken gibt. Das ist sehr komplex für Minecraft und es muss alles gespeichert werden. Wer da zu wenig Speicher hat, hat ein Problem, weil da gibt es wirklich ein hartes Ruckeln. Es gibt also kein klassisches Streaming, so ein Streaming-Match, den man in modernen Spielen sieht, sondern es ruckelt einfach. So richtig oldschool. Und da sieht man, dass da schlimme Dinge passieren mit der 3080 10 GB. Nämlich folgendes. Wir haben hier Ultra HD mit DLSS und erreichen hier eine durchschnittliche Bildrate von 45,6 FPS. Und der Perzentilwert liegt bei miserablen 17. Das merkt man daran, das ist wirklich ein ganz gemeines Nachladeruckeln, wenn man durch die Welt läuft. Die 3080 12 GB, die hat zwar nur, wie wir schon gerade gesagt haben, so 3-5% mehr Kernleistung, allerdings 20% mehr Speicher und erreicht dadurch 35% bessere Average-Bildraten und ja, gigantisch viel mehr bei den Perzentilen. Also das ist wirklich fluffig spielbar mit über 60 FPS. Ja gut, Perzentile sind bei 44, aber das ist definitiv spielbar für Minecraft. Das ist ja kein Battlefield. Das darf man gar nicht sagen. Battlefield ist gar nicht so beliebt. Das ist kein CSGO. Jedenfalls zieht sich das fort. Wenn man die Auflösung noch weiter hochmachen würde, würde ich nicht... Durchaus interessanter Ansatz, ne? Battlefield 2042 irgendwie war nichts, oder? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es bisher noch nicht mal gespielt. Eigentlich wollten wir das dieses Jahr jetzt auf der Xbox oder ja, jetzt mit dem neuen Battlefield dann auf der Xbox zocken, aber irgendwie, die Tests waren relativ schlecht, technisch kam das Spiel ja nicht gut bei weg. Zockt ihr niemand von euch Battlefield 2042? Also irgendwie, man hört davon noch nicht mehr viel, ne? Also auch keine großartige Werbung oder irgendwie was, also man hat das Gefühl so, das Spiel wurde von Electronic Arts einfach jetzt aufgegeben. Oder es wird vielleicht nochmal stark überarbeitet oder so, aber irgendwie scheint Battlefield so ein bisschen tot zu sein, oder? Silva schreibt, BF 2042 macht mir Spaß, ich spiele das noch, okay? Ja, immerhin einer.
empfehlen, weil das dann ein bisschen ruckelig wird. Aber man sieht, die 3080 12 GB ist da deutlich eher an der Ti dran als an der alten 3080. Einfach wegen des Speichers. Es gibt noch zwei Spiele, wo ich ad hoc quasi was herausfinden konnte, weil ich schon welche Werte vorliegen hatte, nämlich Wolfenstein Youngblood. Das kennt man ja auch mittlerweile als Speicherfresser. Da gibt es das Streaming-Setting. Also man kann die Streaming-Pool-Size quasi auf extrem hochstellen und das führt dazu, dass man in der Welt quasi kein Pop-up mehr sieht, wenn man sich schnell bewegt. Wenn man den Wert runtersetzt, kommt es dazu, wenn man schnell rumläuft, dass es so plopp, plopp, plopp macht, die Texturen erst später eingeblendet werden. Ist eigentlich nicht so schön, das möchte man nicht, deswegen sollte man das hochsetzen. Kostet allerdings Speicher. Und wenn man den Speicher hat, na klar, macht man das an. Wenn man den Speicher nicht hat, hat man ein Problem. Und das sehen wir hier. Ist also quasi der Best Case für die 3080 12 GB. Sie ist nämlich 70% schneller als die 10 GB Variante. Und das steht in Zahlen dann 84,3 zu 49,6 FPS. Und das ist jetzt UHD nativ. Wir können hier mal noch auf feine Sachen wie 5K gehen, habe ich ja gerade schon erwähnt. 5K, da sieht es dann um ein ganzes Eck schlimmer aus. Da ist die 12 GB Variante übel. Nämlich 2,5 mal so schnell circa. Und das ist ja nun mal das, wie gesagt, das sind jetzt Extrem-Settings. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Klar, das ist so ein bisschen forciert, dass es so ist, aber das wird halt in 2-3 Jahren normal sein. Und dann hat die 3080 halt überhaupt keine Schnitte mehr gegen die 12 GB Version. Also da, und deswegen wird diese Karte abkacken und die Karte auf jeden Fall noch 2-3 Jahre länger leben bleiben. Nur wegen diesen 2 GB. Ja, 52 zu knapp 20 FPS. Kein Spaß. Ist also nur dank 12 GB spielbar. Allerdings möchte das niemand, deswegen machen wir hier noch DLSS an in 5K. Und mit DLSS ist es dann immer noch so, dass die 12 GB Variante mehr als doppelt so schnell ist wie die 10 GB Variante. Kommen wir zum letzten Spiel. Ich wollte mir noch God of War angucken. Das ist auch ziemlich speicherlastig, wenn man in der Welt rumläuft. Allerdings müssen wir uns erstmal mit God Fall herumschlagen. Erstmal, das hat nämlich Raytracing und basiert auf der Unreal Engine. Was ich schön fände, also ich finde das Video an sich haben sie gut gemacht. Ne? Wie gesagt, schönes Studio und so mit den Einblendungen und alles gut. Was ich schön fände, weiß ich nicht, ich finde das immer so zur Auflockerung des Videos ganz gut. Das mache ich ja auch ab und zu mal. Wenn die einfach ein bisschen jetzt zum Beispiel, ihr spricht von God of War, wenn die einfach mal kurz God of War zeigen, worum es da geht. Ne, jemand, der jetzt zum Beispiel God of War nicht kennt, der weiß gar nicht, von welchem Spiel spricht der jetzt überhaupt. Einfach mal kurz so eine Szene einblenden, so 20 Sekunden und gut ist. Also ich finde das zur Auflockerung auf jeden Fall immer ganz angenehm. 4 in speicherlastiger Form. Da ist es so, wir haben ja in der fiesen Benchmark-Szene in UHD mit Raytracing und allem und scharf, ist die 12 GB Variante der 3080 um 18% schneller als die 10 GB Variante. Auch das nur wegen des Speichers, weil rein rechnerisch kann sie nur wegen des Speichers schneller sein. Liegt definitiv daran. Und hier wäre es dann auch so, in 5K wäre sie 12 GB Karte viel schneller. Aber das haben wir nicht getestet, weil das wäre dann unspielbar und ist mehr so, ja, theoretischer Natur. Zwischenfazit, Rasterizing und in normalen Spielen, sage ich mal, bis UHD reichen 10 GB. Ja, stimmt. Mal gucken, wie lange noch, weil es kommen ja bald auch ein paar neue Spiele raus. Genau, aber wer schon jetzt in Grenzbereichen unterwegs ist und Ultra-High-Res und Raytracing, der fährt mit 12 GB zweifellos besser und kann sie bis auf Ausnahmen wirklich nicht. Ja, der eiserne Handkante, die erste Nachricht überhaupt, schön, dass du mal was schreibst. Ist sowas nicht eher was für Casuals oder reiche Boomer? Das habe ich so noch nie gehört. Wenn man Ranked spielt, wird man doch nie solche Settings gebrauchen. Das stimmt natürlich. Solche Settings sind, hat er ja auch dazu gesagt, das sind ja Settings, die absichtlich jetzt hochgestellt wurden, um zu sehen, was jetzt überhaupt diese 2 GB einen Unterschied machen könnten im Härtefall. Aktuell gibt es diesen Härtefall ja im Prinzip nicht, wenn du nicht forcierst. Das ist ja das, was ich jetzt gerade vor, ich glaube, 2-3 Minuten erst gesagt habe. Es geht ja nur darum, so sieht man, so sieht es in 2-3 Jahren aus. Denn die Spiele, die rauskommen, die werden natürlich immer mehr Speicher brauchen. Und sich so ein bisschen anpassen. Gerade die AMD-Karten bieten jetzt 16 GB und die Hersteller denken sich, okay, warum soll man die nicht einfach mal nutzen? Naja, und in Zukunft, da sieht es dann halt so aus wie in diesen ganzen Tabellen. Platt machen. Das ist eine angemessene, gute Speichermenge für das Jahr 2022. Eigentlich können wir sagen, ist alles gut mit der 3080 12 GB, wenn da die Leistungsaufnahme nicht wäre. Das ist nämlich quasi der einzige Kritikpunkt, abgesehen von den hohen Preisen. Allerdings liegt das nicht direkt an Nvidia, sondern am ziemlich kaputten Markt. Da ist ja alles überteuert. Aber die Leistungsaufnahme ist trotzdem etwas, was man erwähnen sollte, nämlich ja. 350 Watt. TGP offiziell, also mindestens 350 Watt für so ein Modell, für ein Basismodell. Die schnelleren, auch das gleich dazu mehr, kann das noch ein bisschen mehr werden. Und 50 Watt mehr als bei AMDs 6800 XT und 6900 XT. Und ja,
für die gleiche Leistung circa. Ist nicht besonders effizient, ist schade, kann aber mittels Undervolting behoben werden. Wer sich hingegen für so einen Strömer hier entscheidet, das ist wirklich ein schönes Custom Design, das zeigt einfach quasi die, ja, was gerade so möglich ist, auf mit. Also hat was, ne? Also jetzt auch optisch finde ich schön designt, nicht zu grell alles, ne? Natürlich ziemlich stark von der Kühlung her, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also muss ich sagen, das haben sie auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Viel Kühlaufwand. Da sieht man auch, die Karte hat 3 8-polige Stromboxen, kann also rein theoretisch bis zu 525 Watt inklusive aller Toleranzen aufnehmen. Keine Sorge, das macht sie nicht. Sie braucht nur 390 Watt, damit ist sie nämlich spezifiziert. Und sie kann in Tools auf bis zu 430 Watt gesetzt werden. Mit der 4 vorne, da werden einige Leute gleich sagen, oh mein Gott, Greta wird wahnsinnig. Das stimmt auch. Das ist definitiv sehr verschwenderisch, aber die ist schön schnell. Können wir jetzt mal auf die Zahlen gucken. Habe ich nämlich getestet in Cyberpunk und Guardians of the Galaxy. Beide. Es wäre natürlich auch traurig, wenn eine Karte, die 400 Watt Strom zieht und die TGPs, TDPs bei Grafikkarten entsprechen ja der tatsächlichen maximalen Stromaufnahme. Ist ja nicht so wie bei Intel und AMD, ne? Also da möchte ich jetzt auch nicht nochmal drüber reden, sondern die braucht ja wirklich die 400 Watt, weil in Spielen sind die Karten meistens voll ausgelastet und dann ziehen die auch. Und eine Karte, die so viel Watt braucht, die sollte schon schnell sein, ne? Also diese Aussage jetzt war gerade schon durchaus so ein bisschen lustig. Alles schöne Raytracing-Showcases. Also wer da mal so eine High-End-Karte ausfahren will, kriegt da richtig was fürs Auge. Macht Spaß. Wir sehen, die Referenzkarte, also die simulierte Referenzkarte anhand der MSI, erreicht hier in UHD mit DLSS Performance und sonst allem auf Ultra und so 53,5 FPS, was ja schon guter Wert ist. Und wir sehen hier mit 350 Watt erreicht. Also ist ja schon krass, ne? Das muss man ja sagen. Wie nah die Supreme X dann natürlich, okay, die kann man natürlich, also die 3080, die kann man natürlich auch noch ein bisschen höher takten, das ist ja dann das Referenzdesign, denke ich mal. Aber wie nah die doch der 3080 Ti kommt, ist dann doch, ja, relativ krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt hier ungefähr 1770 MHz Boost, das schwankt so ein bisschen, in UHD ist es halt ziemlich gering, in niedrigen Auflösungen ist es mehr Takt. Und die MSI Supreme X hier, das Dickschiff, erreicht das Power Limit fast, also laut Software-Tool-Auslesung bei knapp 388 Watt. Und ja, der Boost liegt bei 1950 MHz, das ist schon ein ganzes Eck mehr, also 180 MHz mehr als bei der Standardkarte. Okay, das ist viel. Und es führt zu einer durchschnittlichen Leistungserhöhung um 8%. Und was man dann auch. Aber ihr seht, dass die Karte dann natürlich deutlich ineffizienter läuft, schon alleine nur wegen des Taktes. Also. Ne, gar nicht mal den Stromverbrauch jetzt mit einbezogen, der natürlich dann das Ganze noch extremer macht. Aber du hast um die 10% mehr Takt und 8% mehr Leistung kommen raus. Okay, ist normal. Also jedes Takt mehr Leistung oder so kriegst du im Prinzip nicht auf die Straße, ist normal. Aber trotzdem sieht man hier, dass es halt nicht hundertprozentig funktioniert. Auch sieht, das ist haarscharf unter der Base 3080 Ti, also der Referenzkarte. Da sieht man schon, also wer da richtig mit Kühlung und Strom draufhaut, sag ich mal, kommt auf die Leistung der 3080 Ti. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Das gilt übrigens auch für Guardians of the Galaxy, also alles, was Leistung braucht. Sehen wir hier, da ist sogar die Supreme X minimal vor der 3080 Ti und ja, 7% schneller als die Referenzkarte. Gute Sache, allerdings nichts für Freunde, die wirklich Wert auf Stromsparen und Weltenrettung legen. Einen habe ich noch, nämlich die Aufrüstmatrix. Ich dachte, ich zeige mal eine online, die haben wir normalerweise nur im Heft. Das ist auch so ein little known fact, wir haben ein Heft, ne? Totes Holz wird ausgeliefert und so. Okay, das ist geil, ne? Ja, Leute, es stimmt wirklich, der Raff labert gerade keinen Blödsinn. Die haben, Moment, irgendwie sehe ich gerade, die Bildschirmaufnahme, die war irgendwie schief, ne? Oder habe ich die gerade irgendwie aus Versehen schief gemacht? War das schon die ganze Zeit so? Weiß ich gar nicht. Ja, die PC Games Hardware bringt eine fantastische Zeitung heraus. Die kann man natürlich auch als PDF abonnieren oder so oder bekommen. Aber tatsächlich in Papierform. Noch lesen, schön auf der Toilette blättern und so weiter. Ich liebe diese Zeitung wirklich abgöttisch. Habe die früher sehr viel gekauft. Jetzt mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr. Weil ich bin ganz ehrlich, weil ich auch hauptsächlich nur noch im Internet lese. Aber so. Ich habe noch einen ganzen riesengroßen Karton davon im Keller, weil ich schmeiße so Hardware-Zeitungen einfach nicht weg. Ich kann das nicht machen. Ich bin kein Messi, aber ich kann keine Hardware-Zeitung oder Spielezeitung wegschmeißen. Ich habe noch 20, 30, 40, 50 Jahre alte Zeitungen. Ne, 50 ist übertrieben, aber ich glaube, so meine älteste Zeitung ist irgendwie von 1982, 83 oder was. Also schon ziemlich krass.
Ja, sind bald 50 Jahre. So, da stehen coole Dinge drin, die wir teilweise nicht online zeigen, einfach um unseren treuen Lesern einen Mehrwert zu geben. Aber ich habe jetzt hier mal einen Sneak Peek für euch, nämlich die Aufrissmatrix Ultra HD. Lenken wir unseren Blick mal auf die linke Seite. Ihr guckt einfach, welche Grafikkarte habt ihr, also welche Basis-GPU habt ihr. Und da könnt ihr euch alles aussuchen von der 3080 12 GB bis hinunter zur 1050 Ti. Da ist einiges an sehr verbreiteten Sachen dabei, auch bei Steam. Also, ne? Allerdings, wie gesagt, der geht zum UHD, deswegen ist das nicht unbedingt praxisnah bei diesen Karten. Aber wer zum Beispiel hier als Beispiel eine RTX 3070 besitzt, der guckt nach rechts und sieht, wenn ihr auf eine 3080 12 GB aufrüsten würdet, erhaltet ihr in UHD einen Leistungsplus von 41%. Das haben wir gelb markiert, weil das ist ja nicht für alle ein Grund aufzurüsten, aber definitiv ein fühlbares Plus. Und ähnlich sieht es dann aus, wenn man da wirklich von etwas langsamem Zeug aufrüstet, keine Ahnung, von einer RX 580 als Beispiel. Da bringt so eine Karte, rein fiktiv, wer das tut, einen Leistungsplus von 326%. Das ist auf jeden Fall spürbar und das lohnt sich. Und da kann man auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen für dieses Plus. Das macht nämlich richtig Spaß. Ja, guck dich das in Ruhe an. Das ist schön und mehr dazu in anderen Auflösungen auch gibt es an dem Heft. Kommen wir zum Fazit. Ich frage mich zwei Sachen. Erstens, warum heißt diese Grafikkarte RTX 3080 12 GB statt RTX 3080 Super? Weil genau das ist sie. Also, sie ist nicht super, aber sie ist gut und sie ist schneller als. Ja, eigentlich ist es eine Superkarte, muss man sagen. Also jetzt keine Superkarte, genau wie er das gerade gesagt hat, aber die hätte man jetzt super nennen können. Hat Nvidia sicherlich nicht gemacht, weil man sonst erwartet hätte, dass Nvidia so ein komplettes Superprogramm raushaut, halt mit allen Karten. Und das machen sie ja nicht. Stattdessen gibt es eine 3080 12 GB, eine 3090 Ti, also auch keine Super. Eine 3070, obwohl, dann haben wir ja schon fast alle Karten durch. Mit der 3070 16 GB, Ti 16 GB, dann haben wir ja schon fast ein komplettes Superprogramm. Ich verstehe Nvidia nicht. Ich verstehe sie nicht. Ja, ich finde den Namen Super auch scheiße. Also den Namen an sich. Aber eine Super-Reihe gab es ja schon mal. Warum hat Nvidia das nicht nochmal gemacht? Vor allem, dann wäre eine runde Sache raus geworden. Dann wäre eine runde Sache raus geworden, einfach. Von der 3070, 3080, 3090 Superkarten rausbringen, von mir aus noch eine 3060 Super irgendwie hinterher schieben und alles wäre gut gewesen. Ein komplett neues Programm, fertig. Aber dieses Hin und Her und diese Gerüchteküche oder so, die machen mich fertig. Dann diese Verschieberei mit der 3070 16 GB, die ganz sicher auch noch kommt, die 2060 12 GB, was soll das alles? Ich verstehe es einfach nicht. Weiter mit RAF. Ist die 3080 in der Hinsicht und wurde nicht gemacht, wie auch immer. Es gibt keine Super-Varianten der RTX 30 bisher. Die heißt 3080 12 GB und ist zweifellos in jedem Punkt besser als die alte 3080, braucht aber mehr Strom. Wer vor allem in High-Res unterwegs ist. Die Abos funktionieren ja doch noch. Playradar, 5, nee, 13 Monate. 95 heißt da. 13 Monate, vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre kaputt. Monty, wann kommt der Anno Benchmark mit den 12.900K? Ich habe Anno tatsächlich noch nicht mal runtergeladen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ist allerdings durchaus berechtigt. Können wir auch mal live im Stream machen, das Ganze. Ich habe nur im Moment meinen zweiten 12.900K nicht aufgebaut. Ich muss den Rechner mal einmal noch zusammenfrickeln, dass ich das dann auch machen kann. Wobei, ich könnte auch den Testrechner dann zum Stream nehmen. Muss ich mir mal was überlegen oder ich nehme es einfach mal auf und zeige euch das. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall noch hin. Genau, wir sollten dich daran erinnern, Playraider. Ah, ich brauche noch unbedingt eine zweite Capture-Karte für den Testrechner. Was Blödsinn, ich kann von meinem Hauptrechner nichts capturen, dann muss ich mal die Capture-Karte wieder umswitchen und so. Das ist auch tierisch nervig. Deswegen verschiebe ich solche Sachen immer mal ganz gerne. Ne? Aber danke für die Info. Also Ultrawide Quad-HD oder halt Ultra-HD. Raytracing mag, der sollte auf jeden Fall zu so einer Karte greifen mit mindestens 12 GB, also diese, die 3080 Ti oder eine 3090, denn dann kann man da wirklich sorglos unterwegs sein und wenn es mal ein bisschen klemmt bei der Leistung, DLSS anmachen. Da haben wir auch ein fettes Special dazu gemacht letztens, guckt euch das Video an. Das ist definitiv eine Aufwertung und entlastet die Grafikkarte, wenn es mal klemmt. Ja. Wie ich sehe, war das auch ein Video mit Raff. Das gefällt mir gut. Muss ich sagen, wenn er jetzt wieder mehr Videos macht oder so, das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Andere Leute, die zum Beispiel gerne in Full HD spielen oder WQHD, sollten definitiv besser zu einer Radeon RX 6800 XT oder 6900 XT greifen. Jatskula, danke fürs Angebot auf jeden Fall mit dem Test-Safe-Game. Denn die erreichen in Low-Res, ich nenne es immer Low-Res, ist einfach eine niedrigen, verbreiteten Dragonbahn Auflösung, abonniert mit kommt 8 da mehr bei Monaten, rum. vielen Die laufen Dank einfach besser und dafür. sie laufen vor allem effizienter als die 3080 12 GB. Und das ist die 3080.
und alles, was Nvidia da oben noch so hat. Es sind nämlich nur in Anführungszeichen 300 Watt für die AMD-Karten gegenüber 320 plus für die Nvidia-Karten. Ganz ehrlich, was die laufenden Kosten angeht, macht das Ding cool nicht fett. Allerdings bedeutet Abwärme auch immer Lautstärke. Und wer effizient unterwegs ist, der hat bei. Am schlimmsten finde ich tatsächlich Abwärme im Sommer. Also eine 400 Watt Karte möchte ich im Sommer nicht haben. Okay, kann man runtertakten, keine Frage. Die kann man natürlich im Sommer deutlich kühler fahren. Das ist der Vorteil, den man bei den großen Karten hat. Wenn man die Leistung nicht braucht, dann kann man sie einfach entsprechend zusammendrosseln. Aber im Sommer ist es echt übel. Also wenn man eine Klimaanlage hat, okay, dem ist Strom dann sowieso egal und Stromverbrauch, ne? Keine Frage. Aber wer sich die Karte mühsam zusammensparen muss, keine Klimaanlage hat oder so, der und wie ich so unter so mit leichten Schrägen noch wohne, der wird im Sommer so seine Probleme kriegen, denke ich mal. Das ist schon ziemlich ordentlich. Ja, effizienten Karten auch ein Lautstärkevorteil. So, ich bin am Ende. Jetzt brauche ich dringend noch einen Kaffee, weil das war eine lange Nacht. Die nächste Grafikkarte kommt, also guckt, haltet Ausschau im Channel, da kommen noch mehr Sachen diesen Monat. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like oder sagt mir, dass ich doof bin, aber versucht es möglichst sachlich vorzutragen. Dann arbeite ich daran. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, sachlich bleiben. Ne? Natürlich, der Raff hat auch noch so ein bisschen, der kann auch noch so ein bisschen lockerer werden und lauter vor allem, weil er wird manchmal so ein bisschen leiser. Ich finde einfach unheimlich sympathisch. Er macht das ganz toll, ist mein Lieblingsredakteur bei der PC Games Hardware. Und das nicht zwangsweise, weil er die Grafikkarten macht, sondern weil er sich einfach am besten auch vor der Kamera präsentieren kann. Nicht schlecht, auf jeden Fall gibt es da mal einen Daumen nach oben. Ne? Und könnt ihr ruhig mal abonnieren, PC Games Hardware. Die Videos werden wirklich im Moment von Tag zu Tag besser. PC Games Hardware war, also traurig, es ist relativ bekannt dafür, immer so ein paar Leute vor der Kamera zu haben, die es halt nicht so kameratauglich sind. Die halt, gestottert nicht, aber immer und nicht wussten, was sie sagen sollen und das schlecht rüberkam. Und komisch bei anderen Formaten, GameStar, auch die normale PC Games, da waren die Videos immer komplett durchproduziert mit Skript, mit allem drum und dran. Genauso wie sowas halt laufen muss. Wenn es um Technik geht, man hat jetzt gemerkt, Raff hat auch kein Skript benutzt, vielleicht ein paar Kennwörter oder sowas. Aber du brauchst meiner Meinung nach im Technikbereich dringend zumindest ein grobes Skript. Du kannst ja frei sprechen, aber du brauchst ein grobes Skript. Es ist zu technisch, als dass du alles einfach frei Schnauze raushaust. Das funktioniert nicht. Ein Roman, der kann das noch, also Roman ist sowieso für mich ein halber Gott oder so. Der kann so unfassbar gut frei quatschen, weiß ich nicht. Da komme ich einfach nicht mal ansatzweise mit. Also ich bin auch nicht im Stream hier. Also ich bin alles andere als ein guter Freiredner. Meine Videos, die sind ja auch komplett geskriptet, wie ihr alle wisst. Aber das rate ich der PC Games Hardware nochmal. Skriptet eure Videos noch durch. Die Optik ist mittlerweile klasse. Ihr habt, glaube ich, jetzt mittlerweile so die richtigen Redakteure gefunden, die vor die Kamera müssen. Ihr habt mittlerweile einen ziemlich geilen Schnitt. Also ihr habt alles richtig gemacht. Ich finde nur, ihr solltet ein bisschen, ihr müsst noch Skripte schreiben. Da kommt ihr, glaube ich, nicht drum rum. Und dann werden hier auch ratzfatz 200.000, 300.000 oder noch mehr vorstehen. Da bin ich von überzeugt. Ja, also es geht auf jeden Fall mit dieser Zeit, beziehungsweise mit diesem YouTube-Kanal bergauf. Die Zeitung, die war sowieso immer klasse, da gibt es nämlich gar nichts zu lästern. So viel dazu als Schlusswort. Finde ich auf jeden Fall gut, wie die Kollegen das gemacht haben. Und ich sage jetzt mal, dass Monty Ankert macht es gut.